Guten Morgen, heute ist der, glaube ich, der 16. oder 15. Juli und heute ist Sonntagmorgen und ich bin jetzt hier mal den Berg hochgeklettert, um den Beginn meiner Zipline zu finden. Hier bin ich auf eine ganze Plantage gestoßen. Und die Zipline, die Aussicht ist ja hervorragend hier oben. Die Zipline muss hier irgendwo drin sein. Jetzt alles natürlich total zugewuchert. Ich bin erstmal ein bisschen zu weit gelaufen. Und ich hoffe, dass ich die finde, weil jetzt habe ich unten die von den Schlingpflanzen befreit und jetzt bin ich eben dabei, das Ende zu finden. Es wäre normalerweise nicht schwer gewesen, aber die haben natürlich das letzte Stück vom Kabel geklaut und ich weiß jetzt gar nicht, wie die das überhaupt... Ah, jetzt habe ich sie gefunden. Aha, schon mal ein Vorteil. Aha, das ist ja mal spannend hier. Ja, ich habe ja jetzt lange... So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Da ist die Zipline. Und da ist sogar noch die alte Plattform. Also da... Bis zu der Plattform geht es noch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit jetzt das Kabel da hochgeht. Wie ihr seht, das Kabel ist wie neu. Das ist ein super gutes Kabel. Habe ich von der Firma Doppelmeier bekommen. Von ihrem Supplier. Hier ist die alte Plattform, wo das abging. Und irgendwie ist erstmal der Baum, wo das dran war. Der schaut ein bisschen marode aus. Ich muss jetzt natürlich einen neuen Baum finden. Ich hoffe, dass ich da einen entsprechenden... Muss nämlich ein Hartholzbaum sein. Ja, diese weichen Hölzer. Die taugen nichts. So. Durchkämpfen. Ja, aber hier besteht es noch. Immerhin. Das ist ja schon nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe. Nicht ganz so schlimm, weil es halt doch noch ganz schön da hoch geht. Schau mal, wie weit es noch da hoch geht und wo das dann abgeschnitten wurde. Es wurde irgendwo abgeschnitten. Ist Gott sei Dank doch noch viel länger, als ich ursprünglich gedacht habe. Schau mal, hier ist es nun. Muss jedenfalls alles gemacht werden. Wir haben ein fettes Eisen aufgestellt, das hatte ich schon ganz vergessen, wo das Kabel durchgeht. Ich bin gespannt, wo das
dann eigentlich aufhört. Da bin ich vorhin durchgelaufen. Direkt unter dem Kabel, habe es nicht gesehen. So. Da ist es noch. Da ist es noch. Es ging dann auf der anderen Straßenseite. Da. Okay. Die Verankerung. Und da geht es über den Baum. Zum Glück hat er gehalten. Naja, auf jeden Fall alles nicht halb so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich muss jetzt nur einen Plan ausdenken, wie ich das jetzt. Manchmal muss ich mal mit der Motorsäge hier hochkommen. Und da ein paar Bäume fällen. Aber man muss sich das mal anschauen, wie das da ist. Da irgendwie mal hochklettern. Schauen, wie die Verankerung ist, alles noch. Und dann. Muss ich schauen. Wahrscheinlich ist das Kabel nur so weit runtergefallen, weil der Baum, wo das ursprünglich drüber ging, wahrscheinlich weggerottet ist. Ich muss mir irgendwas überlegen. Na, da fällt ein betoniertes Ding. Oh, Batschi. Oh, fuck. So.